Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Ja, heute habe ich eine Ankündigung für euch, denn ich habe schon wieder getan. Und zwar habe ich ein weiteres Buch geschrieben. Und wenn du Bock drauf hast zu erfahren, worum es da so geht, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ihr kennt ja schon, wenn ihr mich vielleicht schon seit März oder so verfolgt, mein Buch Sammy endlich ankommt. Das ist mein Buch, was ich geschrieben habe im Pelletier Verlag, mein allererstes Buch. Und dort habe ich ja über die fiktive Geschichte geschrieben, wie Sammy die 2 Jahre verbracht haben könnte, bevor er zu uns gekommen ist. Und das ist dann natürlich eine ganz aufregende Geschichte, weil er aus Bosnien von der Straße kommt. Und da kann man natürlich in seine ganzen Narben, die er so über den Körper verteilt hat, einiges reininterpretieren. Und witzigerweise, kurz bevor das Buch veröffentlicht worden ist, bin ich schwanger geworden. Ja, und sowohl mir als auch Danny kam in dem Moment, als ich mit Danny gesprochen habe, um ihm das zu sagen, der Gedanke: Wie geil wäre eigentlich ein Schwangerschaftstagebuch? Ja, also dieses Buch ist innerhalb der letzten 9 Monate quasi entstanden und das ist Hallo Mr. Bauchi. Und ja, das ist mein Tagebuch, tatsächlich sehr, sehr persönlich und sehr intim, wo ich dann auch ab dem Moment, wo ich erfahren habe, dass ich schwanger bin, bis zur Geburt tatsächlich, also die letzten Seiten sind im Kreißsaal auch entstanden, geschrieben habe. Und ja, das ist jetzt quasi das Musterexemplar, aber es sind schon bedruckte Seiten. Das heißt, wir können da vielleicht gleich einfach auch mal zusammen reinschauen. Und ich bin so glücklich und so stolz. Und als ich die letzten Seiten geschrieben habe, tatsächlich, die Danke-Seiten, ne? Musste ich auch tatsächlich sehr, sehr weinen. Denn ja, Julius ist jetzt ja mittlerweile geboren und es hat mich einfach nochmal so ein bisschen Revue passieren lassen, die Schwangerschaft nochmal erleben lassen. Und als ich dann natürlich auch das Buch Korrektur gelesen habe, als meine Mom das Buch Korrektur gelesen hat, es ist eine sehr emotionale Angelegenheit. Und wofür habe ich mich eben geschminkt? Das ist immer so die Frage, ne? Und ja, das sind Emotionen in diesem Buch, ich sag's euch, weil ja, meine Schwangerschaft ist natürlich hier auf Social Media nicht ganz so super kommunikativ kommuniziert worden. Also ich habe da jetzt nicht so super viel drüber erzählt. Ich habe wohl mal so gesagt, oh, mein Mr. Bauchi tritt mich oder so, oder kann ich nicht verwenden wegen Mr. Bauchi halt, ne? Wenn dann irgendwelche Produkte drin waren, die man in der Schwangerschaft nicht verwenden darf. Genau, aber was dann halt wirklich um mich herum passiert ist, das findet ihr in diesem Buch. Also ja, ich kann euch gleich, wie gesagt, das erste Kapitel einfach mal so ein bisschen spoilermäßig präsentieren, dass wir mal reinstöbern können, dass ihr, falls ihr mein erstes Buch, Sammy endlich ankommt, noch nicht gelesen haben solltet und meinen Schreibstil noch nicht kennen solltet, könnt ihr euch natürlich auch in diesem Video das erste Kapitel von Sammy endlich ankommen anhören. Da habe ich euch das nämlich auch vorgelesen. Aber wir können auch hier gerne gleich einfach mal zusammen hineinschauen. Ihr bekommt dieses Buch ab heute, dem 1.1., neues Jahr, neues Glück, im Pelletier Verlag, auch hier wieder für 12,99 €. Das fand ich so cool von Danny. Trotz Papierkrise, trotz Inflation und dem ganzen Tralafitti gibt es keine Erhöhung von den Büchern, also von den Buchpreisen, was ich sehr, sehr schätze, weil auch Sammy endlich ankommen hat ursprünglich oder kostet 12,99 €. Ne? Falls ihr gerne das Rundum-Sorglos-Paket bestellen möchtet mit beiden Büchern und auch beiden Tassen, habe ich euch hier mal eingeblendet, bekommt ihr das für 45 €. Da könnt ihr dann noch mal ein bisschen sparen. Das fand ich ganz cool von Danny, als er mir sagte, dass er da so ein Komplettpaket anbieten möchte, ne? Dann habt ihr nämlich da wirklich komplett einmal das ganze Set. Dieses Buch ist ein sehr ehrliches Buch. Ich habe versucht, aber nicht allzu sehr zu fluchen. Genau, und ja, also ich habe tatsächlich hier hinten auf dem Buchrücken auch das Zitat hingeschrieben, mit dem ich meiner Mama gesagt habe, dass ich schwanger bin. Sie war auf einer Radtour mit ihrem Mann und Freunden und ja, dann habe ich sie angerufen und über welchen positiven Test freut man sich aktuell, habe ich sie einfach mal gefragt, ne? Und sie dachte direkt, hä, hat die jetzt Corona und will mich verarschen?
Nein, da habe ich ihr dann gesagt, dass ich schwanger bin und die ist aus allen Wolken gefallen. Hat sich so sehr gefreut, weil mein Freund und ich das natürlich auch sehr, sehr lange versucht haben und es dann einfach endlich funktioniert hat. In diesem Buch nehme ich dich mit auf den schönen, traurigen und bewegten Weg meiner Schwangerschaft. Selbst wenn man es lange plant und es sich unendlich doll wünscht, letztendlich kommt es dann doch irgendwie vollkommen unerwartet. Inklusive der Dankesseiten sind wir bei 122 Seiten und ja, das ist halt wieder auch ungefähr so ähnlich, wie das bei Sammy endlich ankommen war. Jetzt in der gemütlichen Jahreszeit einfach ein schönes Buch nehmen, eine schöne Tasse Kakao dabei oder so, man weiß es nicht, deswegen Kaffee ist auch immer eine ganz gute Geschichte. Aber ich würde sagen, dass wir einfach mal zusammen uns das erste Kapitel anschauen. Ihr konntet mich tatsächlich auch bei Instagram dort verfolgen. Und ja, auch ihr seid Teil, also meine Community, ihr seid Teil meines Buches. Samstag, 19.03.2022, 3.15 Uhr. Es ist mitten in der Nacht, aber ich bekomme wirklich kein Auge zu. Ich lache, ich weine, ich bin total aufgeregt, verwirrt und vollkommen durcheinander. Aber du hast recht. Ganze Sätze reden, denken und schreiben. Und am besten in Geschichten vorne anfangen. Aber wo fange ich an? Ah, ich muss meine Gedanken kurz sortieren. Atmen, Claudi, wichtig. Denn jetzt musst du es nicht nur für dich machen, sondern auch für dich. Okay, du. Hi, ich fange vorne an. Gestern Nachmittag, da fange ich jetzt am besten an. Also, wie jeden Nachmittag war ich auch gestern mit Sammy spazieren. Sammy ist unser Hund. Wenn du das hier lesen kannst, bin ich mir sehr sicher, dass du dich an ihn erinnern kannst. Dass er bestenfalls gerade neben dir sitzt. Wobei du das hier eigentlich erst lesen solltest, wenn du 18 oder so bist. Weil ich nicht weiß, was in den nächsten Monaten so passiert und ob ich dir das schon zumuten will. Und stopp, Claudi. Geschichte erzählen, nicht abdriften. Krass, diese Endorphine. Also, ich war mit Sammy spazieren. Vorher hatte ich mich schon auf den Videodreh am Nachmittag vorbereitet und mir ein zugegebenermaßen eher extravaganten Look geschminkt. Ich arbeite als Content Creator und produziere Beauty-Videos auf YouTube. Falls es das in der Zukunft, in der du das hier liest, nicht mehr geben sollte und du jetzt ein riesiges Fragezeichen im Gesicht hast, frag mich. Oder google das, falls man noch googelt. Oh je, ich merke schon, dass es ziemlich kompliziert werden kann. Nun, ich war auf jeden Fall echt gut gelaunt. Die Sonne schien, Sammy schnüffelte sich durch den Wald und war zufrieden. Und als ich gerade eine Nachricht bei WhatsApp beantwortete, spiegelte sich mein Gesicht im Display. Da habe ich mir gedacht, Mensch Claudi, mach doch mal eine Insta-Story. Also habe ich einfach eine Spaziergeh-Story für Instagram gemacht und meine Freude geteilt. Das Feedback war positiv und ich habe mich gefreut, dass meine Community sich mit mir freut. Ein paar Meter weiter sind Sammy und ich dann ganz unten im Wald angekommen. Und weil er eh gerade, wie so oft, in Trödelstimmung war, habe ich mich auf die Bank gesetzt und die Reaktion auf die Story verfolgt. Irgendwie ist es doch total bescheuert. Du bekommst 100 positive Nachrichten und Reaktionen und dann ist da eine Truller, die frech wird und die Stimmung ist komplett im Eimer. Ich sag's wie es ist. Wir haben uns in unserem nicht ganz so erwachsenen Gespräch gegenseitig wirklich extrem hochgeschaukelt, beleidigt und verletzt. Nur hatte ich im Gegensatz zu ihr ein öffentliches Profil und einige wunde Punkte, die sie sehr getroffen hat. Hier ein kleiner Auszug, den wir einfach für den Kontext meiner Geschichte hier brauchen. Alter, schmink dich doch mal normal. Du siehst immer aus wie eine Drogenabhängige aus den 80ern. Normal ist langweilig. Du bist langweilig, sagt das gesichtslose Profil. Wäre ich so langweilig, würdest du mir nicht folgen. Kann man ändern. Dein Freund betrügt dich. Er hätte eh gerne lieber eine andere, die endlich mal dann schwanger wird. Frag mal Lisa. Erzähl mir von Lisa. Jetzt ist die aber langweilig, oder? Und der Rest war wirklich nur noch verletzend und ohne Sinn. Was aber hier aus dem Chat resultierte, der um 15.38 Uhr begonnen wurde, führt mich nachher zum Wesentlichen meines Eintrages hier zurück. Also, natürlich habe ich mich wirklich sehr mit dem Dialog beschäftigt. Geweint, es in meiner Story geteilt, wieder Kritik erhalten, Story gelöscht, mich von meinen Kolleginnen beruhigen lassen und endlich mit Schatzi drüber gesprochen. Ich war voller Adrenalin und wirklich sehr verletzt über die ganzen Worte, die die Dame mir in den 2 Stunden unseres Gespräches an den Kopf geworfen hatte. Mittlerweile war es schon kurz nach Mitternacht und ich stand mit Schatzi, ja, ich muss ihn hier so nennen, weil dein Papa nicht namentlich genannt werden möchte und dieses Buch ja veröffentlicht wurde, bei unserer letzten Zigarette vorm Schlafengehen auf der Terrasse.
Er erzählte mir von seinem Arbeitstag und ich von dem Gespräch mit der Instagram-Dame. Ehrlich gesagt haben wir uns einfach tierisch darüber lustig gemacht und überlegt, ob wir überhaupt eine Lisa kennen. Da wir beide keinen wirklich tollen Start ins Wochenende hatten, entschieden wir, dass morgen Abend ein entspannter Whisky auf uns wartet. Für heute sei es schon zu spät. Und als wir dann wieder ins Wohnzimmer kamen und ich meine Jacke lässig über den Stuhl schmiss, sprach ich den folgenschwersten Satz meines Lebens aus. Och, so ein leichtes Gefühl von Übelkeit habe ich ja wohl. Wäre ja witzig, wenn ich jetzt wirklich schwanger wäre. In dem Moment fiel mir ein, dass ich in einem Tauschpaket mit einer Kollegin vor etwa einem Jahr einen Streifenschwangerschaftstest drin hatte. Ein Blick in mein Nachtschränkchen und er war tatsächlich noch da. Grinsend lief ich damit und mit einem Plastikbecher zur Toilette. Nur 5 Minuten später stand ich ausdruckslos in der Schlafzimmertür. Wortlos nahm ich Schatzis Hand und führte ihn vollkommen fassungslos ins Badezimmer. Der Streifen lag auf meinem Waschtisch. 2 Linien. Definitiv positiv. Schatzi brach das Schweigen. Glaub ich nicht. Das ist doch so ein uralter Billo-Test. Ich konnte es ebenfalls nicht glauben. Aber wenn's so wäre, dann wär's witzig. Wir entschieden uns dafür, dass ich am Samstagvormittag in die Apotheke fahre und einen vernünftigen Test hole. Jetzt schläft er neben mir und ich kann es wirklich nicht abwarten, dass endlich der Tag beginnt und ich Gewissheit habe. Ja, was dann letztendlich Gewissheit gebracht hat, wissen wir alle mittlerweile, ne? Denn der Titel verrät es schon. Offensichtlich ist hier Mr. Bauchi auch drin entstanden und das Ganze hat seinen Lauf genommen. Ihr merkt, es ist halt wirklich ein Buch, was ich geschrieben habe aus dem Bauch heraus. Also es sind tatsächlich auch wirklich meine Gedanken, die ich niedergeschrieben habe. Und ich fand das auch sehr wichtig, wenn man schwanger ist oder ne, wenn man Mutti wird, dass man auch ehrlich ist und dass man auch mal sagt, wenn es eben nicht so rosa-rot läuft. Ne? Denn es ist nicht alles immer eine Bilderbuch-Schwangerschaft oder eine Bilderbuch-Geburt vielmehr. Und ja, hier habe ich euch mit auf meine Reise genommen. Und ich hoffe einfach, dass euch das Buch gefallen wird und dass ihr mich unterstützen möchtet, dass ihr Bock habt, im Pelletier Verlag vorbeizuschauen. Und ja, dort könnt ihr natürlich meine Bücher und meine Tassen bestellen, also meine Produkte, die ich dort herausgebracht habe, aber natürlich auch die Produkte von Danny oder die Community Edition Kochbücher. Schaut da auch gerne mal vorbei und würde mich mega freuen, falls ihr mich supporten möchtet, dass ihr mir dann auch schreibt, wie ihr das Buch findet. Also wirklich ehrlich raus, das ist mir super, super wichtig, Leute. Dass ihr das mir entweder hier unter dem Video reinschreibt oder dass ihr auf Instagram das einfach postet und mich verlinkt oder wenn ihr mir eine E-Mail schreibt und einfach euer Fazit zu dem Buch mir nennt. Ihr findet, wie gesagt, alle Links dazu unter diesem Video in der Infobox. Da könnt ihr super gerne mal vorbeischauen und ja, ich würde mich wirklich freuen, wenn euch das Buch genauso gefällt wie den Menschen, die das Buch ja schon in meinem Umfeld gelesen haben und ja. Ich bin wirklich super aufgeregt, wie ihr das Buch findet. Und ich bin froh, dass es endlich auch, ja, gedruckt ist. Und dass ich sagen kann, Leute, ihr könnt das Buch jetzt kaufen. Denn, ja, es ist ein Herzensprojekt tatsächlich. Und ich kann es wirklich kaum abwarten, dass Julius irgendwann dieses Buch halt auch mal selber liest. Denn das ist quasi mein größter Kritiker. Der war ja die ganze Zeit in meinem Bauch dann mit dabei. Und hat mich dann auch hormonell gesehen etwas gesteuert. Ja, ihr Lieben, ich weiß gar nicht, was ich noch sagen soll. Ich bin einfach gespannt wie ein Flitzebogen auf eure hier Buchrezensionen und bedanke mich von Herzen bei Danny, dass ich wieder im Pelletier Verlag vertreten sein darf und ja, ne? Infobox reinschauen, gönnt euch hart. Und wenn dir das Video gefallen hat, lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da, würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend, lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen schwangerschaftsbasierten Videos. Hier unten mein neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!